Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Analyse, dieses Mal vom vierten Spieltag der Bundesliga, unter anderem mit einem zwischenzeitlichen Überraschungstabellenführer, einer Abfertigung am Sonntag und einer Überraschung in Frankfurt. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung zu IG Vault, meinem Partner. Mit dem Code MyGamingTV bekommt ihr da 6% Rabatt auf eure Produkte, inklusive FIFA-Coins, PSN und Microsoft-Guthaben. Dazu meine Partnerseite für diese Serie, und zwar OneFootball, die App für euer Handy bzw. für euer Smartphone oder iPhone aus dem App oder Play Store, mit der ihr kostenlos alle neuesten Live-Scores, Transfergerüchte und Kaderinformationen abrufen könnt. Sehr, sehr cool, würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal auschecken. Dazu mein Merchandise und meine Social-Media-Links, Instagram und Twitter, auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wir starten durch. Es war ja ein sehr, sehr überraschendes Wochenende, teilweise von den Ergebnissen her. Ich habe wieder nicht so viele Punkte gemacht. Beim Tippspiel könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Aber wir starten durch, und zwar ausnahmsweise mit dem Samstag. Spiel 1, VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg. Es gab ja mittlerweile die erste Trainerentlassung der Bundesliga. Und zwar wurde Andries Jonker von deinem Dienst freigestellt. Der Niederländer, der bei Wolfsburg ja ganz gut gestartet war und sie tatsächlich auch vor dem Abstieg bewahrt hat, aber im Endeffekt doch nicht das geleistet hat, was sich der Vorstand bzw. was sich wahrscheinlich auch VW so wirklich erhofft hat. Jetzt zuletzt eine Auswärtsniederlage in der Mercedes-Benz-Arena gegen starke Stuttgarter, die durch Akolo, der ja bereits auf Schalke getroffen hat, nach 42 Minuten mit einem schönen Tor durch 1-0 in Führung ging. Das war allerdings nur nebensächlich, denn ganz ehrlich, abgesehen vom Ergebnis, gab es eine viel, viel wichtigere Geschichte, und zwar die Verletzung von Christian Gentner. Im gegnerischen 16er geht Castells ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Knie voraus in den Kopf von Gentner. Der wird sofort ausgenockt, bleibt verletzt am Boden liegen, bewusstlos, hat sich mehrere Brüche im Gesicht zugezogen. Und es gab natürlich mal wieder einen Schutz für den Torhüter. Es gab keine zweite gelbe Karte. Castells hatte bereits die gelbe Karte. Es gab nicht glatt rot. Anders als in der Premier League, wo Mané ja für eine ähnliche Aktion, wenn es mit der Fußsohle voraus war, auch genauso rücksichtslos und fahrlässig die rote Karte gesehen hat. Und im Endeffekt wurde jetzt sogar noch gegen den Mannschaftsarzt von VfB Stuttgart ermittelt, der geistesgegenwärtig aufs Feld gerannt ist und eventuell sogar das Leben von Gentner gerettet hat, weil er seine Zunge verschluckt hat, soweit ich das mitbekommen habe. Ganz, ganz peinliche Story. Normalerweise müsste Castells in meinen Augen gesperrt werden. Ich habe dazu letztens mal was gesagt. Wenn man einen Spieler ausnockt bzw. spielunfähig macht durch eine fahrlässige Aktion oder durch eine böswillige Aktion, gehört man selber gesperrt, mindestens für die Länge, die der andere Spieler, also für das Spiel, wo der Spieler ausfällt sowieso, und dann für mindestens in meinen Augen genauso die Strafe, wie es eine rote Karte ist, 2 Spiele. Ihr könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall bittere Niederlage für Wolfsburg auswärts. Bei denen sieht es nicht gut aus. Stuttgart, zu Hause läuft. Zweiter Heimsieg, 2x1-0. Besser geht's nicht. Aber das war, wie gesagt, nicht der einzige überraschende Spot. Es gab halt andere Überraschungsergebnisse noch. Frankfurt verliert zu Hause mit 1:2 gegen den FC Augsburg. Hätte ich ja persönlich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hierbei herauszuheben, dass Frankfurt ja bereits das erste Heimspiel der Saison verloren hat gegen Wolfsburg mit 0:1. Jetzt 1:2 gegen Augsburg. Auch ein Verein, der nicht sonderlich gut in die Saison gestartet ist. Dachte man zumindest. Aber jetzt die letzten beiden Spiele. 3:0 gegen Köln zu Hause. Auswärtssieg in Frankfurt. Da ist man plötzlich mal Siebter. Relativ früh in der Partie. Philipp Max mit einem Freistoßtor zum 1:0. Ein bisschen glücklich. Das Ding direkt verwandelt aus einer sehr, sehr spitzen Winkelsituation. Kann man aber so machen. Radetzky kommt da nicht hinterher. Und dann in der zweiten Halbzeit Kajubi mit einem wunderschönen Tor. Vorarbeit von Max natürlich. Und dann schnibbelt er den Ball da aus, ich glaube, 23, 24 Metern unter die Latte. Radetzky kann da gar nichts machen. Im Endeffekt kam dann noch der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Luka Jovic, der ja Neuzugang ist von Benfica Lissabon. Aber das hat nicht mehr gereicht. Frankfurt dementsprechend mit der zweiten Heimniederlage in Folge ist nur momentan auf dem Tabellenplatz, den man sich definitiv so nicht gewünscht hat in Frankfurt, und zwar den 13. nur ganz knapp vor den Wölfen. Nächste Woche muss das besser werden, allerdings geht es da auswärts gegen Köln, und die stehen ja auch mit dem Rücken zur Wand, dazu kommen wir später. Es gab erstmal noch eine weitere Auswärtssituation, Auswärtssieg, Entschuldigung, mit 2:1, was ich auch getippt habe, und zwar für den FC Schalke 04. Ich weiß, in der ernsten Tippgruppe habe ich unentschieden getippt, aber Schalke hat gewonnen durch ein Tor von Leon Goretzka. Es gab erstmal in meinen Augen nicht überraschend die Führung für die Bremer, das habe ich so kommen sehen, nachdem die Anfangsphase in meinen Augen stärker von Bremen war. Sané mit einem Linksschuss nach einer Ecke, wo das Ganze ein bisschen unzureichend geklärt wurde. Zum 1:0, aber nur ein paar Minuten später. 2 Zeigerumdrehungen. Milos Veljkovic mit einem Eigentor nach einer Ecke von Schalke. Ganz, ganz bitter. Da versucht Sané noch mit dem Fallrückzieher zu klären. Der ist halt nicht so artistisch oder nicht ganz so artistisch erfolgreich wie damals der andere Sané, sein Bruder, gegen Wolfsburg. Und trifft da Veljkovic noch am Kopf. Der Ball prallt auf dessen. Und ja, im Endeffekt fliegt er in eine lange Ecke. Da kann dann eben Pavlenka nichts machen.
In der relativ späten Phase der Partie kam dann mit einem Linksschuss Leon Goretzka zum Abschluss und macht nach Vorarbeit vom eingewechselten Caligiuri, nee, eingewechselt war der gar nicht, Entschuldigung, der stand in der Startelf, von Caligiuri auf jeden Fall, das 2:1. Sehr, sehr schön für Schalke, die damit, ja, nachdem sie ja gut gestartet waren, jetzt den guten Trend fortsetzen konnten und auch auswärts den ersten Sieg einfahren, nachdem sie gegen 96er verloren haben. Das Weserstadion ausverkauft, aber keine Festung mehr, nicht wie letzte Saison. Ich habe ja gesagt, ich sehe Bremen ein bisschen kritisch und das ist auch ein bisschen kritisch, weil es läuft halt einfach nicht so, wie es eventuell laufen sollte. Ich glaube, Kruse hat sich jetzt auch noch verletzt. Ganz, ganz miese Zeiten für die Bremer, die weiterhin nur mit einem Punkt dastehen. Da muss auf jeden Fall was passieren. Gut, gut, kommen wir zum letzten Spiel am Samstagnachmittag. Der FC Bayern München zu Hause in der Allianz Arena zur Eröffnung des Oktoberfests gegen Mainz 05. Ein Klassenunterschied. Das Spiel hätte 8-9-0 ausgehen können, aber es ging nur 4-0 aus für die Bayern. Mainz hatte überhaupt nichts zu melden. Also das war wirklich eine ganz, ganz traurige Vorstellung von Mainz 05, die bisher noch gar nicht in die Saison reingekommen sind. Auch nur 15. Haben ja zu Hause gegen Leverkusen gewonnen, aber ansonsten geht da noch absolut gar nichts beim Karnevalsverein. Lewandowski mit dem Doppelpack, Müller hat getroffen und auch Arjen Robben hat sich in die Torschützenliste eingetragen. Der einzige in der offensiven Reihe, der nicht getroffen hat, war Kingsley Coman. Ja, Mainz kann sich glücklich schätzen, dass Adler, obwohl er ja immer gegen Bayern viele Gegentore kassiert, nicht den allerschlechtesten Tag hatte, sondern sogar einigermaßen gut gehalten hat. Und ja, im Endeffekt war halt einfach von Anfang an klar, dass Bayern sie weghauen würde. Haben sie auch gemacht, von daher ja, muss man da nicht sonderlich viel zu sagen. Sind jetzt wieder Dritter, die Bayern, nachdem sie ja zuletzt als Sechster in den Spieltag gegangen sind. Aber das ist natürlich nicht zufriedenstellend für die Münchner. Die werden angreifen und versuchen, so schnell wie möglich die Tabellenspitze zu erobern. RB Leipzig zu Hause am Samstagabend ein Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher ja auch nicht so gut reingekommen in die Saison nach dem Sieg gegen den 1. FC Köln. Nur ein Unentschieden und dann, ja, dummerweise die Heimniederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und jetzt gab es das nächste Unentschieden. Allerdings auswärts in Leipzig, das kann man definitiv so machen. Im Topspiel der Bundesliga früh natürlich mal wieder ein Treffer durch Timo Werner, der wieder on fire war, vor allem im Publikum mit dem 1:0. Allerdings dann relativ schnell sogar der Ausgleich durch den Elfmeter von Thorgan Hazard und dann Jean-Kevin Augustin mit seinem Bundesliga-Premierentreffer, glaube ich, zum 2:1. Zweiter Halbzeit dann allerdings der Capitano Lars Stindl, der ja voranschreitet, wie so oft bei den Gladbachern in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Saisons und den Ausgleich besorgt. Im Endeffekt, in meinen Augen, um verdientes Unentschieden, erwähnenswert auf jeden Fall noch die rote Karte für ein richtig, richtig dämliches Foul von Naby Keita. Ich weiß nicht, was er sich dabei wieder gedacht hat. Ja, ganz beschissene Aktion auf jeden Fall. 3 Spiele Sperre, auf jeden Fall bitter für Leipzig, die damit natürlich mal wieder einen Leistungsträger verlieren. Aber Kampel stand in der Startelf, Demme kann die Position von Keita übernehmen. Das ist ein Qualitätsverlust natürlich, weil Keita schon sehr stark ist. Aber ich denke mal, da kommen wir noch einigermaßen mit klar. Leipzig momentan mit 7 Punkten gestartet, nicht ganz so stark wie letztes Jahr, aber trotzdem auf Tabellenplatz Nummer 6. Gladbach auf Tabellenplatz Nummer 10 mit 5 Punkten. Geht noch was nach oben auf jeden Fall, aber ist nicht allzu schlecht. Wir kommen noch zum ersten Spiel am Sonntag und das war das 13:30 Spiel zwischen Hoffenheim und Hertha. Ich glaube, Premiere in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob es jemals so ein frühes Spiel gegeben hat. Auf jeden Fall ja 26.000 Zuschauer in der Wirsäu-Rhein-Neckar-Arena. Und die haben gesehen, wie Hoffenheim sehr, sehr früh in Führung gegangen ist durch Sandro Wagner per Kopfball, der auch in der Euroleague erfolgreich gewesen war. Da haben sie ja noch verloren zu Hause gegen Braga. Und dieses Mal gab es noch mal den Ausgleich durch Alexander Esswein, der zuletzt eine gar nicht so glückliche Rolle gehabt hat bei den Berlinern. Jetzt aber tatsächlich da ja, mal ausnahmsweise erfolgreich war. Als einzige Sturmspitze übrigens. Und dementsprechend den Punkt für die Berliner besorgt hat, die ja auch relativ gut reingekommen sind eigentlich mit dem Sieg gegen Stuttgart, dann aber so ein bisschen runtergefallen sind und auch nur im Endeffekt 5 Punkte aus dem Konto haben. Hoffenheim nach dem Sieg gegen Bayern lässt ein bisschen federn, sieht aber trotzdem sehr, sehr gut aus mit 8 Punkten. Das ist gar nicht so schlecht zum Saisonstart und beweist, dass Hoffenheim trotz der Doppelbelastung, die sie unter der Woche hatten, definitiv nicht zu unterschätzen ist und wieder um Europa mitspielen wird. Die beiden anderen Sonntagsspiele waren dann schon eine deutlichere Geschichte. Bayer Leverkusen gewinnt mit 4:0 gegen den SC Freiburg und fährt endlich den ersten und lang ersehnten Saisonsieg unter Heiko Herrlich ein. In der ersten Halbzeit war das Spiel bereits entschieden durch 3 Tore und zwar 2 von Kevin Volland, der endlich mal zeigt, was er kann im Dress. Der Leverkusener ist ja bisher nicht ganz so oft so gewesen. Charles Aranguiz hat dann noch, Aranguiz heißt er übrigens nicht Aranguiz, das ist immer wieder falsch und ich weiß nicht, warum ich es gerade falsch gemacht habe, hat zwischenzeitlich das 2:0 besorgt. Ja, Freiburg einfach vom Fußballerischen her momentan nicht erstligareif. Ich weiß nicht, wie die letztes Jahr in der Euroleague gekommen sind, aber ich habe es ja angekündigt vor der Saison, das wird ein ganz, ganz schweres Jahr für die Freiburger, auch wenn sie mal einem BVB einen Punkt abtrotzen können. An sich reicht das einfach nicht für die Bundesliga und das hat man halt auch gesehen in der Schlussphase dann das 4:0 durch Julian Brandt. Zwischenzeitlich wurde das 3. Tor von Kevin Volland per Videobeweis zurückgenommen. Auch das war eine richtige Entscheidung. Allerdings war das nicht das kritische Spiel mit dem Videobeweis, denn zu dem kommen wir jetzt. Zunächst einmal aber noch gesagt, Freiburg steht ganz, ganz schlecht da, sieht auch nicht gut aus. Jetzt geht's zu Hause gegen Hannover. Dazu kommen wir im Prediction-Video. Das kommt heute Abend, also seid auch vorbereitet. Und Leverkusen, kommt so ein bisschen aus der Krise. Mal sehen, ob da noch weiter was geht.
Das zweite Spiel war der BVB gegen den 1. FC Köln im Signal Iduna Park. So, und warum war das strittig? Ganz einfach. In der ersten Halbzeit ist grundsätzlich nicht viel passiert, abgesehen von Chancen. Ja, es gab keine gelben Karten, keine groben Fouls, kein irgendwas. Es gab nur noch 1:0 durch Maxi Philipp nach 3 Minuten. Und dann gab es kurz vor der Halbzeit die große, große Diskussion. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen. Aber, es ist jetzt ein Riesenthema. Wir kommen da gleich zu, ja, da gab es das 2:0 durch Sokratis und in der zweiten Halbzeit wurde Köln dann komplett auseinandergenommen und Mjanga von 2 Minuten mit 2 Buden und Maxi Philipp dann auch mit dem Doppelpack, den er geschnürt hat, nach 69 Minuten zum 5:0 und damit ist es auch geendet. Köln momentan einfach in einer ganz, ganz schlechten Form, die müssen jetzt gegen Frankfurt unbedingt gewinnen. Ob sie das schaffen, werden wir in der Prognose sehen, die ihr nachher hört, und ich bin gespannt, ob sie das wirklich hinkriegen. Momentan sieht das nicht gut aus, bei Dortmund läuft, muss man ja ganz ehrlich mal so sagen, haben sie auch die Tabellenführung zurück. Erobert. Warum sie zurückerobert haben, da kommen wir gleich zu, aber jetzt erstmal nochmal ganz kurz zu Sokratis Treffer. Also, Situation war so, Flanke in die Mitte, dann kam Horn raus und Sokratis hat wohl Heinz in Horn reingeschubst und dann wurde das Ganze irgendwie abgepfiffen und im Endeffekt hat Sokratis kurz nach dem Pfiff wohl den Ball ins Tor geschossen, aus 30 Zentimetern oder irgendwas. Das Tor hätte wohl nicht mehr verhindert werden können, aber das Spiel war halt abgepfiffen. Trotzdem hat der Schiedsrichter, nachdem der Videoassistent eingegriffen hat, was eigentlich in der Situation in meinen Augen gar nicht vorliegen darf, weil es war weder ein Elfmeter noch irgendwas, also es war nicht mal ein Tor eigentlich, also weil er abgepfiffen war. Und, also das habe ich wirklich nicht verstanden, auch wenn ich grundsätzlich für den Videoassistenten weiterhin bin. Das war ein bisschen komisch, auf jeden Fall hat er das dann gegeben, das Tor, obwohl das Spiel eigentlich abgepfiffen war. Also der Protest der Kölner auf jeden Fall nachvollziehbar, das Tor wäre wohl sowieso gefallen und in meinen Augen hat das auch nichts damit zu tun gehabt, dass Köln abgeschossen wurde. Die hätten so oder so verloren, denke ich. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist schon ärgerlich und dementsprechend hat der FC Köln auch aufgrund dessen, dass es halt einfach nicht im Regelwerk so verankert ist, beziehungsweise dass es im Regelwerk so verankert ist, dass es machen dürfen, Einspruch eingelegt und es stehen gar keine so schlechten Chancen, dass das Spiel tatsächlich wiederholt wird. In meinen Augen müsste es dann schon von 1:0 wiederholt werden, ja, mit 45 Minuten noch zu spielen. Wir werden sehen, ob das passieren wird. Auf jeden Fall hat sich dann Watzke darüber aufgeregt, dass Köln ein schlechter Verlierer ist. Naja, muss man auch nicht weiter was zu sagen. Ich finde, Watzke ist, andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja, Dortmund ist on fire. Bei Köln sieht es schlecht aus. Vielleicht haben sie Glück, vielleicht kriegen sie nochmal die Chance, das wieder besser zu machen, auch wenn ich glaube, dass sie es trotzdem verlieren würden. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr kontroverse Situation. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir kommen zum letzten Spiel und das ist natürlich mein Spiel, Hannover 96 gegen den Hamburger SV. Alle die nicht interessiert, wie ich darüber schwadronieren möchte, die können jetzt gerne abschalten. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Und für den Rest, jetzt geht's los. Also Hannover 96 zu Hause gegen den HSV. Das Duell der beiden HSVs. Der Hannoversche Sportverein von 1896 gegen den Hamburger Sportverein von 1887. An sich gab es auf jeden Fall auf beiden Seiten Verletzungsprobleme. Zunächst einmal war es beim HSV so, dass unter anderem neben den ganzen Verletzten sowieso schon, wie beispielsweise einem Philipp Kostic, auch noch Bobby Wood ausgefallen ist. Dementsprechend musste Sven Schiplock in der Sturmspitze agieren und Bakary Yatta kam zu seinem Bundesliga-Debüt in der Startelf. Ansonsten hat man von den Verletzungen, finde ich, nicht sonderlich viel gemerkt. Holtbär zwar auf der Außenbahn gespielt, aber ich denke, der hätte sowieso gespielt. Hat der überhaupt was mal gespielt oder ist die auch schon einfach Schwachsinn? Auf jeden Fall hat Holtberg gespielt, aber wer weiß, aber sowieso gespielt hätte. Ekdal und Wallace, Santos auf links, Papadopoulos, Jung und Diekmeyer, Martinia im Kasten. An sich ist das keine schlechte Elf, ja, auch wenn natürlich die Alternativen gefehlt haben. Sead Salihovic das erste Mal nach seiner Verpflichtung zurück in der Bundesliga auf der Bank. Bei 96 die gewohnte Startelf, die man so hätte erwarten können, mit zwei Änderungen, sage ich mal. Und zwar zum einen gibt es da eine Verletzung bei Hannover 96 und zwar Jonatas. Der hat sich nämlich am Oberschenkel verletzt und ist dementsprechend für das Spiel ausgefallen und relativ früh in der Partie musste schon gewechselt werden, denn Philippe hat sich nach einem unglücklichen Zusammenfall eigentlich mit Sven Schiplock schwerer am Oberschenkel verletzt, hat einen Pferdekuss bekommen und konnte deswegen auch nicht mehr weitermachen. Für ihn kann Ilas Bebu in die Partie, das heißt eine Systemumstellung, nachdem eigentlich 4-3-3 gespielt wurde, mit Füllkrug in der Spitze, Hanik rechts, Karaman links, Dreierraute im Mittelfeld mit Anton Schwegler und Bakalorz, war es jetzt so, dass Anton in die Innenverteidigung gerückt ist und Ilas Bebu hat so ein bisschen im Mittelfeld gespielt, beziehungsweise haben wir 4-4-2 gespielt, ja, also mit zwei Spitzen Hanek und Füllkrug vorne drin. Ja, in der ersten Halbzeit ist abgesehen von einer dicken Freistoßchance von Holtby nicht so riesig was passiert, was man jetzt irgendwie erwähnen müsste, finde ich. Wir sollten direkt zum Tor gehen. Das war das 1:0 und nachdem Hanek ja bereits gegen den VfL Wolfsburg so ein unfassbares Doppeltunnel-Hackentor gemacht hat, war es diesmal wieder ein Stochertor. Ganz, ganz schlechte Strafraumbeherrschung von Christian Martenia. Der muss da rauskommen bei dieser Flanke in die Mitte. Im Endeffekt ist es Füllkrug, der den Ball nicht aufs Tor bekommt. Allerdings der Ball nochmal irgendwie in die Mitte geprallt und da steht natürlich Martin Hanek und der ist ein eiskalter Abstauber und macht den Ball rein zum 1:0.
96 dementsprechend in Führung und vom HSV kam jetzt nicht sonderlich viel gefährlich, muss man sagen. 96 hatte deutlich mehr Torschütze, deutlich mehr Spielanteile, hat sich sehr, sehr gut präsentiert, was viele ja so nicht erwartet hätten, beziehungsweise es erwartet ja niemand von 96 irgendwas, wenn man so in den Medien liest oder vor allem auch den Social Medias. Allerdings haben sie es wieder gezeigt. Und dann kam das 2:0, Freistoß aus sehr ausgedehnter Position, Felix Klaus eingewechselt, bringt den sehr, sehr gut auf den Kasten. Matenia lässt den nach vorne abprallen, großer Fehler, denn Ilas Bebu ist durchgelaufen und macht sein erstes Bundesliga-Tor und sein erstes Tor für Hannover 96 per Abstauber, per Abpraller nach 82 Minuten. Damit war die Geschichte natürlich durch, ich habe 2:1 getippt, dementsprechend war das auch für mich in Ordnung und 96 weiterhin nur mit einem Gegentor gegen den VfL Wolfsburg und ansonsten mit einer sehr, sehr starken Beginnung oder mit einem sehr, sehr starken Startbeginnung, ach du meine Güte, mit einem sehr, sehr starken Start in die Saison. Bisher waren wir, bis gestern Abend, als Dortmund dann gegen Köln gewonnen hat, Tabellenführer, haben 10 Punkte, so viele wie kein anderer Bundesligist, abgesehen vom BVB, haben nur ein Gegentor kassiert. Ich glaube, auch das kann eigentlich niemand von sich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Dortmund kassiert hat, aber das sieht sehr, sehr gut aus und vor allem das Spielerische. Ja, also viele hätten von 96 nie erwartet, dass die so, so stark spielen. Und wir hatten kein so einfaches Auftaktprogramm. Auswärts in Mainz, gerade für einen Aufsteiger, ohne Fansupport, das ist nicht einfach. Auswärts in Wolfsburg, auch nicht zu Hause gegen Schalke, schon mal gar nicht, und zu Hause gegen den HSV. Auch wenn der HSV sich gegen 96 immer schwer getan hat die letzten Jahre, ist das definitiv auch kein Selbstläufer. Dementsprechend Riesenrespekt an das Team, Riesenrespekt an André Breitenreiter und Horst Held, die das super machen, die einfach eine unfassbare Arbeit leisten, mit einem Aufsteiger so dazustehen. Ich bleibe dabei, es sind nur Bonuspunkte. Gegen den HSV muss man gewinnen im Abstiegskampf, wenn es ein direkter Konkurrent ist. Aber wir haben ansonsten 7 Bonuspunkte, die wir aus den ersten 3 Spielen geholt haben. Und die sind ganz, ganz wichtig im Abstiegskampf. Man muss die Ziele, man wird die Ziele nicht korrigieren. André Breitenreiter hat ein schönes Zitat gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende der Saison auch noch da stehen, wo wir jetzt sind, das war vor dem Dortmund-Spiel, ist ungefähr so hoch, wie dass man 6 Treffer bei der Torwand erzielt. Und das ist auch einfach wahr. Wir werden irgendwann abrutschen. Aber wir müssen jetzt das Momentum nutzen und so viele Punkte wie möglich sammeln und am besten noch mit dem Freiburg weitermachen. Ob uns das gelingen wird, ihr hört es in meiner Prognose morgen. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu allen Spielen in die Kommentare. Schreibt mir eure Meinung auch in die Kommentare, was mit dem HSV los ist. Meint ihr, jetzt geht's bergab wirklich nach den 2 Niederlagen in Folge, jeweils mit 0:2 und den vielen Verletzungssorgen? Oder berappeln die sich wieder? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like da, passt auf euch auf, checkt die Links in der Beschreibung. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.